Das ist ein Wahnsinn für uns. Für uns ist das eine Katastrophe. Das ist eine traurige Geschichte, wenn das nicht mehr weitergeht. Ohne Karsberg bin ich einfach nur eine halbe Skifahren. Das muss weitergehen. Ist der Karsberg noch zu retten? Diese Frage hätte am Donnerstagabend hier in Grünau im Almtal eigentlich diskutiert werden sollen. Und zwar mit 5 Grundstücksbesitzern, die sich gegen einen möglichen Sommerbetrieb wehren. Das für Donnerstag anberaumte Treffen ist am Dienstag aber kurzfristig abgesagt worden. Und trotzdem ist das Thema am heutigen Abend aktueller denn je. Zahlreiche Mitglieder von Wintersportvereinen haben sich hier am Grünauer Ortsplatz im Hintergrund versammelt, um gegen die drohende Schließung des Skigebiets zu demonstrieren. Denn sie sind sich allesamt einig. Winterbetrieb am Karsberg soll es auch weiterhin geben. Ich bin am Karsberg aufgewachsen und auf einmal so wird die Schluss sein. Das ist ein Wahnsinn für uns. Für uns ist das eine Katastrophe. Also ich bin jetzt nicht über genaue Details informiert, was die Probleme sind, was die Grundbesitzer wollen. Aber ich wünsche mir echt von Herzen, dass es eine Lösung gibt. Wir haben jetzt heute auch immer gesagt, das wird schon nicht passieren. Und gestern ist uns erst so richtig klar. Und wir sind alle heulend einfach da gesessen und haben irgendwie immer dumm telefoniert, dass wir irgendwas nur erreichen können. Herr Präsident van der Bellen, vielleicht Sie können uns unterstützen und helfen. Sie sind auch das Vater von diesen Kindern und wir gehören auch zu Österreich. Ich bin 33 Jahre hin als Skilehrer gefahren und habe die letzten 25 Jahre die Gästebetreuung übernommen da. Und für mich ist der Karsberg einfach der Berg, den wir brauchen für unsere Kinder. Es war für uns einfach eine Katastrophe, weil es im Winter für uns wie eine zweite Heimat hat, ist. Und wir haben uns ja alle schon zusammengeredet und Videos bastelt, dass wir irgendwas da können. Und wir hoffen einfach, dass er uns bleibt. Wir haben da gut gehende Skischuhe, wir haben einen Skiverleih da. Nein, es passt alles. Es funktioniert an sich alles. Nur ein paar so, ja, so Quertreiber meinen halt, sie müssen das ruinieren. Nein. Es sind ökologische Gründe, mit denen 5 Grundstücksbesitzer argumentieren, dass ein Sommerbetrieb am Karsberg wohl wenig Sinn machen würde. Wir haben mit den Leuten auch geredet, ob sie diese Argumentation verstehen können. In gewisser Weise ja, aber es geht halt trotzdem um eine Region. Natürlich kann ich das verstehen. Um was geht's? Ums Geld wahrscheinlich, oder? Ich glaube, jeder Grundbesitzer will sein Eigentum schützen. Das ist ja vollkommen legitim, das Ganze. Aber trotz allem, man muss schon ein bisschen einen Gedanken haben für die Öffentlichkeit, muss auch einen Gedanken haben für die Natur und auch für die Menschheit. Haben Sie noch Hoffnung? Ja. Habe ich schon. Kann man das eigentlich nicht vorstellen, dass es den Karsberg nicht mehr als Naherholungsgebiet zugänglich für die Öffentlichkeit geben kann. Kann nicht nachvollziehen, dass das Einzelinteresse von so wenigen Personen über das Allgemeinwohl von so vielen Personen gestellt wird. Ja, schon. Also vor allem, wenn ich da sehe, wie viele Leute da sind und wie viele da, glaube ich, wirklich berührt sind davon oder wie das wirklich viele Leute wehtut. Hoffnung bleibt immer, aber der Realität muss auch entlangschauen. Und die großen Grundstücksbesitzer haben wahrscheinlich mehr Macht, das, sage ich mal, auszuspielen und die Karten längern in ihren Händen. Fertig. Aber hoffentlich, mindestens für immer bleibt der Karsberg offen. Das war's also mit unserem kleinen Lokalaugenschein hier am Ortsplatz von Grünau, der auch nach Ende der Kundgebung noch immer gut gefüllt ist. Den Leuten liegt der Karsberg hier am Herzen und die Stimmung ist prächtig. Und das, obwohl niemand hier so genau sagen kann, wie es mit ihrem Skigebiet wirklich weitergeht.